Danke, Frau Präsidentin, Frau Minister, Hohes Haus. Es ist sehr erfreulich, lieber Kollege Daschner, dass wir last minute doch noch zusammengekommen sind, zumindest diesen Entschließungsantrag gemeinsam zu beschließen bezüglich des Kopftuchverbotes auch für Schüler und, oder Schülerinnen bis zum 14. Lebensjahr beziehungsweise auch für Lehrerinnen im öffentlichen Dienst. Das ist deswegen erfreulich, das ist kein Populismus, Frau Kollegin, das ist deswegen erfreulich, weil ich glaube, dass es der logische nächste Schritt sein muss, nachdem wir im Frühling bzw. letztes Jahr im Herbst bereits das Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen beschlossen haben und wir damit ein weiteres starkes Signal gegen politischen Islam und gegen den Missbrauch von jungen Mädchen setzen wollen. Die Fakten liegen am Tisch. Ich werde nicht unnötig lange hier noch die Details eingehen. Die Fronten sind aber auch klar, wie ich nicht nur Ihrem Zwischenruf entnehmen kann, liebe Kollegin von der SPÖ. Die Fronten liegen auch klar auf dem Tisch, dass nämlich offensichtlich seitens der SPÖ und den Anhängseln auch der NEOS da keine Bereitschaft ist, aktiv etwas dagegen zu tun. Das haben wir im Frühling schon gesehen, das werden wir auch jetzt wieder sehen bei der Abstimmung. Ich muss aber auch der ÖVP eines sagen, es ist zwar erfreulich, dass ihr da heute mitgeht. Schade finde ich, dass der Antrag, den wir eingebracht haben, der Gesetzesantrag, den wir eingebracht haben, der heute noch mit einem Fristsetzungsantrag ja zur Abstimmung gelangen wird, dass ihr da nicht mitgehen werdet. Ich erinnere nämlich in diesem Zusammenhang daran, dass der Entschließungsantrag so schöner ist und deswegen bin ich auch gerne draufgegangen und werden wir auch mitstimmen, natürlich in 4 Wochen erloschen ist und Geschichte ist dieser Gesetzgebungsperiode. Und erinnere dabei auch daran, eben aufgrund dieser klar abgeklärten Fronten, dass solche aktiven Maßnahmen gegen den politischen Islam für Integration nur mit uns Freiheitlichen möglich sind und es für euch schwierig werden wird, da andere Partner zu finden. Ich glaube, das sollte man klar und deutlich an dieser Stelle festhalten. Abschließend glaube ich, dass wir im Bereich der Bildungs- und Integrationspolitik einiges weiterbekommen haben in den letzten 2 Jahren und denke, dass wir das auch in Zukunft schaffen können. Danke.